Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren View hier auf meinem Kanal. Vor fast einem Monat habe ich ein Video hochgeladen zu einem neuen Slurp Legends Pack, was kommen sollte. Das Ganze hat sich bestätigt, denn mit dem gestrigen Update kamen die Skins in das Spiel. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Thumbnail gesehen, ich blende sie euch trotzdem nochmal hier ein. So sehen die ohne Helm aus, also es gibt zwei Varianten, jeweils von einem Skin. So sehen die halt ohne Helm aus und dann gibt es die nochmal, also hier sind die halt so mit diesem Glibber-Kopf drauf und dann haben wir die nochmal mit Helm oder mit Helm ist halt mit diesen Glibber-Skins und ohne ist halt die ganz normalen Skin. Wir haben halt die Bandolette, den Jonesy und den Leviathan-Skin. Am besten von denen finde ich ehrlich gesagt den Leviathan und die Bandolette. Jonesy finde ich jetzt nicht so krass. Ich werde mir das Pack wahrscheinlich auch nicht holen, weil ich, es sind wahrscheinlich so Skins, die ich nie wieder spielen werde. Ich hau euch da aber trotzdem noch mal hier kurz eine Neuigkeit rein. Und zwar wird es einen neuen Spielmodus geben. Und zwar nennt der sich Team Rumble. Das Ganze kennen wir schon. Aber das Ganze wird von Shadow vs. Ghost gehen. Hier habt ihr mal das Bild. So wird das Ganze ins Spiel kommen. Sehr, sehr wahrscheinlich. So sieht das aus. Dann wird wahrscheinlich, wenn ihr einen Ghost-Skin ausgewählt habt, dann ins Team Ghost kommen. So denke ich mal, wird das hier passieren. Und wenn ihr einen Shadow-Skin habt, dann tut ihr halt ins Team Shadow gehen. Wenn ihr keinen der Skins habt, keine Ahnung, wahrscheinlich Zufallsprinzip. Aber ansonsten würde ich sagen, was auch jetzt zum kurzen Info-Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns am Freitag um 15 Uhr wieder. Haut rein und ciao, Leute.